Beifall! Sei doch vernünftig! Du kannst sie nicht davon abbringen. Menschen glauben an alles, solange die Geschichte gut ist. In der Ukraine haben sie gerade einen Schauspieler zum Staatspräsidenten gewählt, weil er in einer Serie einen Staatspräsidenten spielt. Weil ihnen die Geschichte so gut gefällt. Rechtspopulisten sind so erfolgreich, weil sie, da muss man mal ehrlich sein, einfach die besseren Geschichten erzählen. Wie bitte? Setzt euch mal in eine linksalternative WG in Kreuzberg. Da sagen die so Sachen wie: Bei der Analyse der wachsenden sozialen Ungleichheit ist immer das Geflecht aus globalem Finanzkapitalismus, Ressourcenverteilung, den Wurzeln in der mittelalterlichen Ständegesellschaft, qualifikationsbezogenen Faktoren, Klassenkonflikten und Diskriminierungsmechanismen mit zu betrachten. Ja, natürlich. Keine Ahnung, was das heißt, aber wahrscheinlich ist es wahr. Das ist die pure Wahrheit. Aber eine scheiß Geschichte. Der böse Flüchtling isst unsere Kinder. Das ist eine gute Geschichte. Die glaubt man gerne. Sie hat auch einen klaren Bösewicht. Weißt du, Rupert Bryants Blödheit sollte mich sehr wütend machen, aber in Wahrheit wirkt er sehr glücklich. Also tue ich einfach nichts und lass es gut sein. Ich kann's nicht, lassen wir ihn feuern. Setzt euch mal in eine linksalternative WG in Kreuzberg. Da sagen die so Sachen wie: Wir versuchen dann ja komplett die grundsätzliche Frage zu stellen und muss wirklich jede Lohnarbeit über Geld geregelt werden oder gibt es dann irgendwelche anderen Möglichkeiten, das Arbeit zu entlohnen und da auch vielleicht solidarischere Systeme? Wie bitte? Also das ist dann nicht irgendwie so, ja, 7,50 Euro die Stunde, sondern irgendwie so, ich habe jetzt eine Stunde gemacht und gebracht und bekomme dann, wenn ich die Stunden brauche, bekomme ich sie zurück. Ja, natürlich. Und das ist dann zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das dann organisieren kann. Also das ist jetzt ein Beispiel. Ja, und wenn ich jetzt in den Apple Store gehe und will den iPod haben, was gebe ich dann ab? Apple. Es ist dann, also ist den dann, Leuten hier zu erklären, dass sie gerade ihre Apple abgeben sollen. Abgeben muss ja niemand. Das ist ein schwerer Stand. Wir können ja, da muss man dann irgendwie so versuchen zu diskutieren, ja, was ist dann Lohnarbeit? Dann versuche ich dann den Leuten, die das, diesen Apple hergestellt haben, in China, versuche ich dann irgendwie so was Gleichwertiges zukommen zu lassen. Und dann irgendwie diese Arbeitsstunden, die sie dann aufgebracht haben, um dieses Apple-Produkt zusammenzuschrauben, das dann irgendwie so versuchen, dann irgendwie wieder aufzugleichen, so mit dem Ding, was ich habe. Setzt euch mal in eine linksalternative WG in Kreuzberg. Da sagen die so Sachen wie: Naja, ich stehe hier oben, ich sehe euch alle und es sieht so cool aus, wenn ihr alle hüpft. Also wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey. Ich horte Fleisch für die Apokalypse. Dudelidu, wir gehen alle drauf. Worauf du einen lassen kannst und wir werden der Sache auf den Grund gehen. Nachdem ich dieser Dose auf den Grund gegangen bin. Apokalyptisch gut. Setzt euch mal in eine linksalternative WG in Kreuzberg. Da sagen die so Sachen wie: Wir sind in Deutschland. Dann hau doch ab in das Ausland. Dann geh doch nach Afrika. Aus Korea. Und euren ganzen scheiß kommunistischen Staaten. Weil du bei der Behandlung so gut mitgemacht hast. Für dich eine Süßigkeit vom Meister. Sie demonstrieren gegen? Ich für Menschlichkeit, für eine offene Gesellschaft, für dass wir hier frei und ohne Nazis leben müssen und dafür sind wir hier. Wo sind denn Nazis Ihrer Meinung nach? Ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch einer kommt danach. Hier wird's ja gleich kunterbunt. Ich wollte ja eigentlich nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber ich kann nicht anders. Ich habe noch einen schönen Witz, pass auf. Da sitzt in New York in der U-Bahn, sitzt ein Schwarzer, also ein Dunkelhäutiger, maximal pigmentiert, und liest eine jüdische Zeitung. Da kommt so ein weißer Rassist und sagt: Hey, Jude allein reicht dir wohl nicht. Rechtspopulisten sind so erfolgreich, weil sie, da muss man mal ehrlich sein, einfach die besseren Geschichten erzählen.
Der Islamist, der arme Wicht, die gute Laune kennt er nicht. Hat keine schöne Volksmusik, drum führt er gern Guerillakrieg. Vom Himmel stupst das Flugbenzin, vom Minarett der Muezzin, mit Mohammed und Allah, tot Israel, tot USA. Die Frau verhängt er gern mit Stoff. Er betet mit Kalaschnikow. Und das Polka-Tanzen fällt ihm schwer, drum bombt er gern im Nahverkehr. Selbstmordattentäter, komm ein bisschen später und verübt ein Attentat ganz allein für dich privat. Selbstmordattentäter, Hisbollah und Hamas verbreiten schlechte Laune, das macht doch keinen Spaß. Tuff, 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 die Eisenbahn, wer kommt mit nach Pakistan? Alleine fahren mag ich nicht, ich nehme mir den Fiete mit. Zwei kleine Libanesen in Koblenz am Hauptbahnhof. Ja, was ist denn da gewesen? Auch Bonn, Mensch, da lief das doof. Sie hatten große Pläne, doch es hat nur gezischt. Und zwei kleine Libanesen hat man kurz darauf erwischt. Und zwei kleine Libanesen hat man kurz darauf erwischt. Scharia, Scharia, Scharia. Dankeschön. Also...